Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man diese Altstadt zum Leuchten bringt. Ich habe das Foto mit einem Stativ aufgenommen. Leider schafft man es nicht, dass nie Personen drauf sind, obwohl die Belichtungszeit hier 13 Sekunden ist und dann letztlich die Personen unsichtbar wären, die durchs Bild laufen. Wenn aber jemand da sitzt, dann hat man den einfach. Also habe ich mehrere Bilder gemacht, wenn noch ein anderes. So dass ich jetzt diese Person einfach entfernen kann, also ich möchte die jetzt entfernen, indem ich eine Maske anlege. Also auf das obere Bild eine Maske, diese markieren, einen Pinsel anwählen, schwarz und einfach über diesen Bereich rüberpinseln, wo die Person ist und schon ist sie weg. Das nächste, was ich machen möchte, wenn man mit einem Weitwinkel fotografiert, bekommt man diese stürzenden Linien. Also eine ganz normale Sache. Ich möchte jetzt nicht ganz aufrecht stellen, aber ein klein bisschen gerader rücken möchte ich sie schon. Dazu markiere ich jetzt diese beiden Fotoebenen, weil ich ja die da runter ja auch mit drin habe, mit der ausgeklonten Person. Gehe auf Perspektive, zoome ein bisschen raus und achte mal jetzt hier auf diese Fluchten und werte die etwas gerader ziehen. Also wie gesagt, nicht ganz gerade, aber etwas. Sagen wir mal so. Dann finde ich persönlich bei diesem Bild passt ein anderes Format. Ich möchte es also zuschneiden. Ich nehme mal das Format 16:9. Das könnt ihr euch dann hier oben einstellen, welches ihr haben wollt. Und nehme auch so in etwa diesen Bereich. Klicke Enter und habe jetzt die Basis, wie ich die ganze Bearbeitung überhaupt beginne. Also zunächst einmal, die Farben und Helligkeiten in diesem Bild sind jetzt nicht so wiedergegeben, wie das menschliche Auge sie wahrnimmt. Also hier oben der Himmel, der war sehr viel dunkler und die Fassaden waren im Prinzip auch dunkel, aber hatten ein warmes Licht. Das möchte ich jetzt so ein bisschen wieder zurückholen. Also fange ich mal an, indem ich zuerst hier etwas Helligkeit reinhole. Dazu gehe ich auf den Live-Filter, Schatten und Lichter und ziehe den Schatten ein bisschen hoch. Muss mal gucken, also wenn man zu viel macht, dann wird das Bild grausam und ganz flach. Ich mache es mal so erstmal auf diesen Wert. Man kann es hinterher wieder verändern. Die Lichter setze ich gleichzeitig ein bisschen runter. Und zwar möchte ich, dass dieser Bereich hier, dass man das besser erkennt. Aber auch nicht zu stark. Dieser Wert reicht mir schon. Jetzt möchte ich im Prinzip alles heller machen. Diesen ganzen Bereich hier möchte ich etwas aufhellen. Nicht aber den Himmel. Den finde ich ja grundsätzlich immer noch zu hell. Das mache ich, indem ich eine Maske anlege. Da der Himmel ja recht gleichförmig ist, ist es ganz leicht, den auszuwählen. Ich nehme den Schnellauswahlpinsel und ziehe kurz und schon wählt er diese ganzen Farben, die ja letztlich eine Farbe sind, aus. Ich muss noch ein bisschen gucken, weil er natürlich diese Einschlüsse hier nicht nimmt. Also darauf achten, wenn ich die jetzt auch haben will, dass ich auf Hinzufügen gehe und dann einfach in diese Felder auch noch mal kurz reinklicke. Dann nimmt er die mit dazu. Hier hat er sie. So, mit der Auswahl bin ich recht zufrieden. Also man kann die natürlich wesentlich genauer machen. Allerdings würde es dann jetzt zu lange dauern. Was ich mal jetzt noch vorsichtshalber mache, ich werde diese Kante ein bisschen weicher machen von der Auswahl. So wie sie hier schon eingezeichnet ist. Ich mache sie ein bisschen weicher. Wähle jetzt also eine etwas weichere Auswahl. Und da ich ja noch das Gegenteil will, ich will ja eigentlich das hier auswählen, muss ich jetzt die Auswahl umkehren. Und wenn ich jetzt Veränderungen vornehme, nehme ich die in diesem Bereich vor. So, und da fange ich an mit einer Anpassungsebene Belichtung. Da gucke ich mir einfach an, so nach Gefühl, wann mir das Ganze so gefällt. Also ich sag mal, so mit dieser Helligkeit gefällt es mir. Auf 1 möchte ich jetzt gleich noch achten. Also der Himmel ist ja jetzt schon rausmaskiert.
Aber im oberen Bereich möchte ich, dass die Häuser ein bisschen dunkler sind, weil das Licht, das von unten kommt, ja eigentlich in so einem Verlauf sich abzeichnet. Das heißt, ich werde wieder einen Pinsel nehmen, wieder die Farbe Schwarz, gehe jetzt aber mal mit der Deckkraft runter, sagen wir mal so vielleicht auf 30% erstmal, mache den groß und weich und fahre über die oberen Bereiche rüber und mache die ein bisschen dunkler. Ich finde, das sieht dann ein bisschen stimmiger aus, wenn ich das hier alles so aufhelle. Das soll ja nicht wie eine Tagesaufnahme aussehen. Außerdem sollen die Lichter aus diesem Bereich hier raus. Die habe ich da vorhin extra etwas abgedunkelt. Hier gehe ich auch mit voller Deckkraft drüber. Die habe ich ja extra etwas abgedunkelt, damit man sie auch gut erkennen kann. Also die Lichter sollen mir jetzt nicht ausbrennen. Nun möchte ich den Himmel dunkler machen. Also so dunkel, wie er ja eigentlich war. Dazu kehre ich jetzt die Auswahl nochmal um, so wie sie ja vorher eigentlich war. Jetzt habe ich den Himmel ausgewählt und gehe hier auch auf die Belichtung und ziehe sie diesmal aber dunkler. Sagen wir mal so. Jetzt wirkt mir das Ganze allerdings so unnatürlich. Es sieht so grau aus. Deswegen werde ich mal noch ein bisschen die Farbe verändern. Ich mache mal noch eine Anpassungsebene drauf, und zwar HSL, Hue, Saturation, Luminance, und verschiebe die Farbe etwas, und zwar etwas mehr ins Blau, so nach Gefühl, sagen wir mal so. Dadurch, dass ich den Schatten aufgehellt habe, geht natürlich gleichzeitig der Kontrast raus. Also möchte ich jetzt hier wieder Kontrast reinbringen. Die Auswahl lasse ich mal bestehen, kehre sie aber wieder um. Jetzt sind die Häuser und der Platz ausgewählt und wähle jetzt eine Anpassungsebene, Gradationskurve. Da setze ich mal 3 Punkte für die verschiedenen Helligkeitswerte und ziehe das Dunkle etwas dunkler und das Helle etwas heller. Also damit erreiche ich etwas mehr Kontrast. Nun sind mir die Häuser alle zu blaustichig. Also ich möchte etwas Wärme hier reinbringen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die schnellste ist, das Ganze über den Weißabgleich zu probieren. Also ich lasse mal die Auswahl so bestehen und nehme jetzt eine Anpassungsebene Weißabgleich und ziehe die von Blau ins Rote. Und gucke mir mal, also ich gehe hier tatsächlich auf volle Pulle und finde nach meinem Geschmack, es könnte durchaus noch ein bisschen wärmer sein. Weiter kann man es ja nicht aufziehen, macht nichts. Dann mache ich noch eine Ebene und ziehe die da drüber weiter auf. Und sage nach, für meinen Geschmack soll es mal so aussehen. Ich lasse die Auswahl weiterhin aktiv, wie ihr seht, damit sich das alles hier drauf auswirkt. Was ich jetzt finde mit diesem Weißabgleich, sind mir die Lichter zu rot geworden. Also da gehe ich jetzt mal wieder rauf. Und hier nehme ich jetzt mal punktuell das Rote wieder raus. Jetzt möchte ich nochmal mehr Kontraste reinbringen und das Ganze auch gleichzeitig ein bisschen schärfen. Das geht über den Live-Filter Klarheit. Der eignet sich für Abend- und Nachtaufnahmen hervorragend. Und gucken wir mal an, welchen Wert das Bild hier so vertragen kann. Ich würde sagen, bis diesen hohen Wert verkraftet das Bild gut. Wenn ich mir das jetzt so angucke, das Bild, finde ich insgesamt die Helligkeitswerte noch zu gleichförmig. Also ich habe es zwar oben ein bisschen dunkler, aber eigentlich muss es oben noch dunkler sein, denn hier sind ja Lichtquellen und letztlich Reflexion. Das heißt, jetzt wähle ich die Auswahl tatsächlich mal ab und überlege mir, wie ich diesen Bereich heller kriege. Also zum Beispiel über eine neue Anpassungsebene Belichtung. Da ich es aber nicht überall haben will, sondern nur auf bestimmte Bereiche begrenzen will, lege ich jetzt auf diese Anpassungsebene eine Maske und dazu nehme ich jetzt das Verlaufswerkzeug. Jetzt kann ich einstellen, welches ich haben möchte. Ich möchte das Elliptische und habe damit diese Form. Jetzt passt es nicht so ganz. Ziehe ich es mir mal so, wie ich es haben möchte. Also hier ist das Zentrum der Helligkeit, so möchte ich es haben. Und ziehe mir das hier vom Ende her bis hier rüber. Allerdings, das passt nicht, das geht mir zu weit nach oben.
Jetzt kann ich aber auch den Punkt einzeln anfassen und verändern, indem ich gleichzeitig die Kontrolltaste drücke. Dann kann ich diesen Schenkel hier runterziehen. Dann kann ich die Art des Verlaufs bestimmen, also weiß heißt ja transparent. Grau heißt in dem Fall irgendwas so halbtransparent, also gehe ich auf die Farbe und kriege jetzt die Punkte und sage, nein, ich möchte aber den als völlig intransparent. So, und jetzt habe ich die Basis und kann die Belichtung so aufziehen, wie es mir gefällt. Also, ich nehme mal hier so einen Wert. Das Ganze noch ein bisschen größer. Ziehen wir hier hin. Noch ein bisschen heller. Finde jetzt aber, dass diese Bereiche zu hell wären. Ist auch nicht weiter wild. Dann nehme ich einfach einen Pinsel, Farbe Schwarz. Und gehe hier mal drauf mit ein paar Klicks. Und nehme die Belichtungsveränderung hier wieder raus. Jetzt finde ich, guckt man doch mehr zum Zentrum. Und das sieht etwas interessanter aus. Jetzt kann man punktuell noch ein bisschen Licht einmalen mit Dodge & Burn. Dazu mache ich mal einen Screenshot, wähle das Abwedelwerkzeug, muss mir jetzt die Einstellung angucken. Ich sage mal, Zwischentöne möchte ich verändern. Deckkraft 20%, probiere ich mal aus und gehe jetzt punktuell so über so ein paar Bereiche, wo ich meine, die können mal ein bisschen heller werden. Also zum Beispiel das Scheinen des Lichts hier unten, diese Reflexion so im Asphalt oder im Altstadtpflaster, genauso wie hier am Brunnen. Also damit kann ich jetzt ein bisschen Struktur reinbringen und also ein bisschen Lichtzeichnen betreiben. Also an diesem Mauervorsprung hier könnte durchaus noch mehr Licht sein. Hier vielleicht auch. Hier am Ende vielleicht noch ein bisschen und so weiter. Also hier kann man sich jetzt ein bisschen mit beschäftigen. Und den Charakter des Bildes eigentlich nach und nach verändern. Mach's mal ein bisschen größer noch. Also das habe ich bei dem Originalbild sehr ausgiebig gemacht. Aber man sieht auch so schon die Veränderung. So, jetzt kommt eine Geschmackssache. Also eigentlich war die Stimmung recht romantisch mit dem Mond, der hier drüber schien. Ich weiß nicht, ich persönlich finde, dass der Mond jetzt hier nicht so gut kommt, also er ist klein und weiß überstrahlt einfach nur. Man kann sich dann jetzt überlegen, ob man den so lassen will oder ob man den entfernen will. Ich habe mich jetzt mal fürs Entfernen entschieden. Das mache ich, indem ich eine neue Ebene anlege und das Restaurationswerkzeug funktioniert dafür hervorragend. Ich muss natürlich erst die Wirkung der Ebene verstellen. Dann reicht einmal drauf zu klicken und dann ist er weg. Und das Gleiche ist, hier ist ein Vogel lang geflogen. Man sieht noch diesen Schweif. Bei einer Langzeitbelichtung von 13 Sekunden sieht man natürlich nicht den Vogel, sondern nur so einen störenden schwarzen Strich. Und den kann ich auf die gleiche Art und Weise entfernen. So, das war jetzt der Schnelldurchgang, wie ich das Bild bearbeitet habe. Wenn man sich mehr Zeit nimmt, dann würde es dann so aussehen. Also ich habe hier bewusst eine recht dramatische Lichtzeichnung gewählt. Ich werde in Zukunft noch weitere Videos mit Nachtaufnahmen bringen, wo es aber um ganz andere Sachen, um ganz andere Stimmung geht. Es ist alles Anregung, wie ihr eure Bilder hinterher bearbeiten könnt. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.